Moos? Nee, klick, klick, klick. Höhleneingang? Nein, den kann ich nicht mitnehmen. Okay, geh zu Höhleneingang. Es ist dunkel. Feuerzeug. Schalt ein Feuerzeug. Kacke. Sehe nicht wirklich viel. Da ist was Grünes. Eichhörnchennest. Zweiköpfiges Eichhörnchen? Ich will nicht gebissen werden. Okay. Da geht's nicht weiter. Das ist eine komische Zeichnung. Ah, Buntstifte. Benutze gelber Buntstift mit. Da ist nichts. Au, Feuerzeug ist zu heiß. Also das sah aus wie Malen nach Zahlen. Wir warten jetzt ganz kurz, bis das Feuerzeugding wieder abgekühlt ist. Oder können wir irgendwas anzünden? Benutze Feuerzeug mit Ast. Das klappt so nicht. Benutze... Tröte? Die Sauerstoffmaske ist im Weg. Okay, zieh ab. Sauerstofftank. Nee, nimm ab. Sauerstofftank, so. Benutze... Wo ist die Tröte? Ich will das Eichhörnchen erschrecken. Tröte. Mhm. So, mal gucken, ob das irgendwas gebracht hat. Schalt ein Feuerzeug. Benutze Feuerzeug an mit Ast. Klappt so nicht. Okay, jetzt die Dinger da. Seltsame Zeichnung. Okay, benutze seltsame Zeichnung mit... gelben Buntstift, weil man das halt immer so macht mit komischen Zeichnungen. Ich brauche mehr Licht. Was? Oh. Oh, ich habe eine gute Idee. Benutze... Zweiköpfiges... Okay, müssen das Eichhörnchen wirklich verschrecken. Und dann zünden wir das Eichhörnchennest an. Das Eichhörnchennest brennt und macht genug Licht. Benutze zweiköpfiges Eichhörnchen mit Tröte. Wo ist die Tröte? Es will nur seine Ruhe. Ja, Entschuldigung. Benutze... Golfschläger mit zweiköpfigen Eichhörnchen. Ernsthaft? Er hat das Eichhörnchen umgebracht. Verrückter Reporter tötet zweiköpfiges Eichhörnchen. Was zur Hölle? Schalt ein Feuerzeug. Wo ist das zweiköpfige Eichhörnchen? Okay, es wäre wahrscheinlich ein bisschen zu makaber, wenn wir jetzt ein totes zweiköpfiges Eichhörnchen mitnehmen. Benutze Feuerzeug an mit Eichhörnchennest. Nicht in meinen Händen. Was? Benutze Eichhörnchennest mit Ast? Das klappt so nicht. Benutze Ast mit Eichhörnchennest? Das klappt so nicht. Benutze Feuerzeug mit Eichhörnchennest. Nicht in meinen Händen. Ja, wo dann? Achso, wahrscheinlich direkt vor dem... Benutze... Gib Eichhörnchennest zu Boden? Seltsame Zeichnung? Nee. Nimm ab Eichhörnchennest? Nein. Benutze Eichhörnchennest. Benutze Feuerzeug mit Eichhörnchennest? Nicht in meinen Händen. Schalt ein Feuerzeug. Ich gucke mich mal, ob hier irgendwas liegt, womit man das Eichhörnchennest kombinieren könnte. Seltsame Zeichnung? Nein. Da ist was Gelbes. Feuergrube. Oh, okay. Benutze Feuergrube mit Eichhörnchennest. So, benutze Ast mit Nest in Grube. Benutze Feuerzeug an mit Nest und Ast. Aha. So,
Und da oben ist auch noch was. Altes Vogelnest. Nimm altes Vogelnest. Kommt er nicht ran und wir haben auch keinen Ast mehr, um uns runterzuholen, was ein bisschen schade ist. Seil, Dichtungsband, Hut, Golfschläger. Benutze Golfschläger mit Eichhörnchenblut, mit altes Vogelnest. Geschafft. Aber das... Oh, brauche ich gar nicht mehr. Wir hätten das Eichhörnchen gar nicht töten müssen. Es tut mir leid. Tut mir leid. Schalt... Nee, Quatsch. Benutze. Gelber Buntstift. Mit seltsamer Zeichnung. Ich verbinde mal die Punkte. La la la. Bam. Keine Reaktion von ihm. Ja, okay. Also das Angstsymbol hat er nämlich in seinem Traum gesehen. Dieser komische blaue Außerirdische, der nicht aussieht wie die bösen Außerirdischen, hat auf eine Wand gezeigt und da war ein Ankh. Also das Ding hier. Benutze auffälligen roten Knopf. Das klappt so nicht. Nimm funkelndes Ding. Sie ist im Sockel geschlossen. Vogelnest, Feuerzeug, was für ein Sensor bist du? Schalt ein Sensor. Das klappt so nicht. Öffne. Komische Vorrichtung. Scheint nicht aufzugehen. Drück Sensor. Kann ich nicht bewegen. Drück blauen Kristall. Kann ich nicht bewegen. Drahtschere, Dichtungsband, Schraubenschlüssel, Hut, offener Werkzeugkasten, Buttermesser, benutze Buttermesser mit Sockel. Oh, der Sockel ist ein extra Ding. Öffne Sockel. Scheint nicht aufzugehen. Okay, okay, okay. Brotkrumen, Nasenbrille. Benutze Golfschläger mit Sockel. Hau einfach drauf ein. Das klappt so nicht. Benutze Schraubenschlüssel mit Sockel. Das klappt so nicht. Dichtungsband wahrscheinlich auch nicht. Drahtschere. Das Haarnadelschild wieder. Wahrscheinlich braucht man das zweiköpfige Eichhörnchen, weil nur das Überwesen schlechthin kann vom Sensor erfasst werden und dann öffnet sich das Ding. Benutze Vogelnest mit Sensor. Klappt so nicht. Nö, was bist du? Sieht aus wie eine Teleportplattform. Das klappt so nicht. Blauer Kristall, Sensor, Sockel, Tür. Benutze Vogelnest mit Grube im Feuer. Das ist ausgebrannt. Gut, also das Vogelnest ist nur eine Alternative zum Eichhörnchennest gewesen. So, ist hier draußen irgendwas? Also müssen irgendwas mit dem Sockel, dem Sensor oder Plattform kombinieren. Ja, keine Ahnung was. Ich klicke ein bisschen wild rum, ob wir irgendwo noch... Drück... Öffne Plattform? Nein. Drück Plattform? Nein. Was ist Plattform? Klappt so nicht. Schalt ein Plattform. Schalt ein Plattform. Nee, also der Sensor muss irgendwas erfassen. Oh, vielleicht die Nasenbrille aufsetzen, warte mal. Also ich versuche mich gerade an einem Traum zu orientieren. Zieh an... Nasenbrille? So, vielleicht ist das ja irgendwie ein Gesichtserkennungsding. Schalt ein Sensor. Nein. Benutze? Sensor, Sockel? Nein, Sensor. Und so fängt's an. So fing's früher auch an. Also bisher wusste ich ja noch recht viel auswendig.
Aber jetzt wird das losgehen mit dem Kombinieren. Das heißt, wir müssen uns jeden Gegenstand im Inventar genau angucken, gucken, was alles im Raum vorhanden ist und dann versuchen, alles zu kombinieren. Wenn das nicht gehen sollte, warum auch immer, dann haben wir irgendwo irgendwas übersehen. Dann müssen wir in ein ganz anderes Land reisen oder zu anderen Räumen laufen und da versuchen, noch Gegenstände zu holen, um die dann hiermit zu kombinieren. Oh, benutze Fernbedienung. Ich stehe falsch. Erstmal benutze Fernbedienung mit... Benutze Fernbedienung. Haha, sehr schön. Hab wohl das richtige Programm erwischt. Nimm blauer Kristall. Das sieht wie ein Artefakt aus. Es sieht wie ein großer blauer Kristall aus. Benutze Feuerzeug. Achso, schalt ein Feuerzeug. So, und jetzt würde ich gerne die Teleporter-Plattform benutzen. Wenn es denn wirklich eine Teleporter-Plattform ist, aber da gehe ich irgendwie von aus. Da. Benutze Plattform. Das klappt so nicht. Drück Plattform. Die kann ich nicht bewegen. Benutze. Okay, vielleicht konnte man nur später so wieder irgendwie hier hinkommen. Ah, genau. Benutze blauer Kristall mit Plattform. Aha. Oh, mir wird schwindelig. Doing. Das Feuerzeug ist heiß. Du verbrennst dir gleich die Hand. Ich kann mir noch umgucken. Kann ich jetzt gucken, wie mich Aliens auf mich zugekrabbelt kommen? Ah, okay. Was ist passiert? Das ist eine gute Frage. In diesem Moment im Geheimzimmer. Es ist passiert. Was ist passiert? Ein Teil des Geräts wurde entdeckt und ausprobiert. Mwahaha. Secret Door, guck mal links. Wir müssen das Artefakt sofort finden. Jawohl, sofort. Halt, deine Verkleidung. Meine Verkleidung? Oh, fast vergessen. Genau, Nasenbrille und Hut. Mein Hut, meine Nasenbrille. Wie sehe ich aus? Irgendwie wie wir. Hässlich. Genau wie ein Erdling. Mhm. Gut. Bis bald. So. Können wir es jetzt nochmal machen? Benutze... Oh oh. Was zur Hölle? Ich bringe den Artefakt an einen sicheren Ort. Unsere Nasen zerdrücken sich gerade. Ah, er ist weg. Was? Benutze Plattform. Klappt so nicht. Gut. Aber hier drin war jetzt, glaube ich, nichts mehr. Schalt ein. Feuerzeug. Es ist zu heiß. Okay, kurz warten. Wir wissen, wo die Aliens herkommen. Nämlich aus der Telefonanlagenzentrale da. Das heißt, wir müssen jetzt da einbrechen, das Artefakt wiederholen. Schalt ein. Feuerzeug. So, Plattform ist noch da. Die Wand ist nicht irgendwie aufgegangen. Kristall ist weg. Ja, raus hier. Geh zur Tür. Wir fliegen nach Hause und wir brechen dann bei dieser komischen Telefonzentrale da ein. Geh zum Ausgang. Geh zum Flughafen. Das ist nur 3 Schritte weiter. So. Das Feuerzeug ist zu heiß. Du hast es die ganze Zeit über... Egal, gehen wir nicht drauf ein. Benutze... Cashcard mit Ticketautomat. Wir würden gerne nach San Francisco. $260. Jo.
Ticket genommen, da lang. Einen angenehmen Flug später. Diesmal nerven wir keine Stewardessen. Weil ich glaube, diese Zwischensequenz, die wir am Anfang hatten, wo wir das Ei gesprengt haben und so weiter, das kommt so lange immer wieder, bis man irgendwann den Sauerstofftank und das Kissen mitgenommen hat. So, geh zur Tür. Wir sind super getarnt.